Vom Traktor zum Supersportwagen ist ja schon ein weiter Weg. Ferruccio Lamborghini hatte das große Glück, dass mal wieder Feuer unterm Dach war bei Ferrari. Und die Entwicklungsabteilung im Clinch mit ihrem Chef lag. Und so konnte Lamborghini drei der wichtigsten Techniker für sich gewinnen. Und der von ihnen entwickelte Lamborghini 350 GT ließ die Konkurrenz aus Maranello weit hinter sich. Die Presse jubelte gar. Der 350 GT sei der angenehmste und kultivierteste Supersportwagen überhaupt. Was mir natürlich am allerbesten gefällt, das ist dieses wunderbare Profil, diese langgezogene Schnauze und dann dieses filigrane Dach, herrlich. Übrigens in der legendären Superleggera-Bauweise konstruiert. Das heißt, Gitterrohrrahmen sorgt für die entsprechende Stabilität und darauf sitzt die Aluminiumkarosserie. Schön leicht, beste Zutaten für einen Supersportwagen. Also ein absolutes Meisterstück ist natürlich der Motor. Da ist man mit einer unglaublichen Laufruhe unterwegs, aber dann so bei 4.000-5.000 Umdrehungen, da beißt er richtig zu. Dann geht's in 7 Sekunden von 0 auf 100 und erst bei 240 km/h ist Schluss. Der 350 GT etablierte Lamborghini als Supersportwagenhersteller und er war in seiner Zeit absolut konkurrenzlos. Deswegen ist er definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte.